Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von 7 Days to Die. Wir waren gerade beim Trader. Du brauchst ja deine Post nicht mehr, ne? Und haben einiges an Zeug gekauft. Wir haben einmal Hopfenrezepte und einmal auch ein Hopfenseed gekauft. Und wir haben... Hier nehmen wir mal eben das noch mit. Wir haben gekauft hier dieses Steel-Gedönse. Unser Barter-Skill ist hochgegangen. Also das war, ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Zu Hause haben wir auch schon, also ich glaube, diese ganze Aufnahmesession, da habe ich jetzt so 4 Folgen, das ist jetzt die 4. die ich aufnehme, die war sehr ergiebig. Also wir haben viel gemacht. Und jetzt müssen wir quasi noch zu Hause, oh, geht's überhaupt nach Hause da lang? Jetzt müssen wir da noch, verbessern. Also mit Stil und... Ah, hier ist auch nochmal LED. Das können wir nicht da lassen. Ich muss nur aufpassen, hier ist ja Hundetag. Der Hundetag, der immer meine Nerven völlig runterbringt hier. Ach, es ist so wunderschön, wenn die Hunde unterwegs sind. Und dann, ja, wie gesagt, also für die Horde alles auf Vordermann bringen, Stil verbessern. Ich hätte auch nochmal Reinforced, also hier, nee, Scrap Metal oder wie das heißt, durchlaufen lassen sollen. Da ist nochmal LED. Ja, es ist natürlich bescheuert, hier bei jedem abzusteigen, aber wir können das ja auch nicht liegen lassen, ne? Das ist ja klar. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, am Hundetag unterwegs zu sein. Weil ich glaube, statisch an einem Ort bringt eher Probleme. Empty, it's fucking empty. Okay. Ich dachte gerade, ich habe da noch ein Nest gesehen, aber ich werde jetzt nicht eine Stunde nach dem Nest suchen. Okay, also in diesem Gebiet haben wir LED. Das ist schon mal... Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ja auch geil. Da geht eine Höhle hier durch... Was? Wie abgefahren ist denn das? Ja, das nehmen wir natürlich auch mit, das Potassium. Das ist ja krass. Oder? Ja, das kann man ja hier liegen lassen. Okay, also Kohle finden wir in diesem Tundra-Gebiet. Das muss ich mir mal merken. Falls wir nochmal neues Schießpulver machen wollen, weil ich glaube, meine komplette Kohle war jetzt verdödelt. Wir haben jetzt einiges, also für die Viralnacht reicht es auf jeden Fall. Ich hätte halt super gerne meine Sniper am Start, Mann. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass die Höhle hier genau... Habe ich dich schon gelootet, mein Freund? Jo. Dass die Höhle hier genau durch die Straße geht. Wie funky ist das denn? Krass. 150 Potassium haben wir schon wieder. Das ist ja krass. So. Ja, nun gut. Haben wir das auch mal gesehen. Nicht da reinfahren jetzt, bitte. Das wäre doof. Ui. Aber da rein. Okay, das ist... Ja, hier ist so ein bisschen Höhli-Höhli on the wall. Das war doch auch beim Traitor, wo mir da diese ganze Höhle da zusammengebrochen ist, ne? Das war doch da... Wahrscheinlich kannst du dem Trader auch gut LED verkaufen oder so, aber das brauchen wir ja nun mal selber. Kommen diese Dinge eigentlich auch nochmal nach? Also werden die respawned, diese Felder? Nur eben noch den Müll da. Empty, it's fucking empty.
Oh Gott, wo habe ich jetzt mein Bike abgestellt? Ohne Scheiß. Du läufst 2 Meter und hast schon. Der Horror, ey. Oh, das Wasteland. Nee, da wollen wir nicht hin. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie durch die Stadt. Moment mal, wie müssen wir denn jetzt fahren? Hier ein Quick Waypoint, okay. Okay, wo war denn der Quick Waypoint da hinten? Waren das jetzt Hunde? Ne. Hier war doch auch ein Tool Store, oder? Soll ich hier mal eben gucken, ob das alles respawned ist? Ich meine schon, dass hier einer war. Hier habe ich auch noch quasi fast gar nichts, außer die Stores. Ich glaube, die Stores sind wirklich die einzigen Dinger, wo ich schon drin war. Shamway Foods, wo war denn der Store? Für. Oder war das gar nicht in dieser Stadt hier? Ich fahre hier einmal kurz durch. Was ist das hier für ein Store? Shotgun ist da ja auch nicht so scheiße. Wollen wir auch nochmal rein. Gucken, ob das hier schon wieder respawned ist. Yes, aber empty. Ja, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Naja, wenn die alle empty sind, ist natürlich, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh, nice. Okay, das können wir weg. Die können wir auch scrappen. Achso, hier war ja noch was drin. Nehmen wir die mal mit. Okay. Oh wow, ich habe keinen Platz. Oh Gott, kommt jetzt eine ganze Horde an oder was? Ich zieh mal eben das hier an. Jetzt wird ja auch noch was gedroppt. Eben mal nach Hunden Ausschau halten. Du machst hier alleine so einen Krach? Bist du nicht bekloppt? Stirbt er noch nicht mal? Jetzt ist er tot. Das hört sich an, als wäre eine ganze Horde hier. Okay. Mal eben hier was wegräumen. Boah, wir sind ja wieder voll hier bis unters Dach. Okay. Hopseed. Juti, juti, juti. Hier gibt's doch bestimmt auch noch. Da hinten ist noch ein. Ja, da ist der Stiff-Tool-Stings-Bums. Soll ich die jetzt auseinandernehmen? Nee. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal hier Platz nochmal im Inventar. Ja, das wäre jetzt blöd gewesen, das nicht zu tun, während wir schon mal hier sind. Dann dürfte der hoffentlich ja auch respawned sein. Oh Gott, hier war ich mal. Wie man sieht. Und sie wollten mich nicht in Ruhe lassen, wie man sieht. So, dann gucken wir auch mal hier. Ob hier wieder. Jawohl. Empty, fucking empty. Empty, fucking empty. Ja, geht ja. Hallo? Das üben wir aber nochmal mit dem Respawn.
Toiletten könnte man eigentlich auch mal... Nee, der ist empty. Ah, da ist es wieder so komisch. Manche ja, manche nein. Empty, empty, empty. Tja, das ist ja hier einer drin. Oh. Letter. Nee, ihr braucht hier gar nicht rein. Ich gehe nämlich auch wieder raus. Oh, das steht da gar nicht drauf. Okay. Hier, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wir brauchen ja auch Scrap Iron. Aber bevor sie sich jetzt hier reinschlagen, kann ich hier von... Oh, alles noch untouched. Cool, da kann ich... Kriege ich ja auch normalerweise diese Parts raus. Okay, das ist schon halb auseinandergenommen. Also manchmal frage ich mich auch, was ich da gemacht habe. So. Haben wir das. Ich höre hier überall Hunde. Oh. So. Und der Airdrop ist da auch noch. Wo ist denn der? Ja, da kann man eigentlich mal hinfahren, mal eben noch. Das machen wir jetzt auch noch. Okay, jetzt haben wir schon wieder so lange gespielt, dass wir schon Loot Respawn hatten. Ich muss mal kurz das checken, meine Lieben. Kann man... Okay, okay, alles klar. Weil ich muss gleich auch noch mit dem... mit der lieben Zuckerrübe aufnehmen. Und habe jetzt gesagt, ich mache noch eben diese eine Folge hier fertig. Ich muss jetzt nur gucken, welches Gebiet dahinter ist. Das ist nicht Wasteland, ne? Oh. Nee, das ist Wald. Okay, dann fahren wir da nochmal eben hin. Weil das wäre ja blöd, das nicht zu machen, wenn man schon mal hier ist. Oh, das wollte ich nur eben mitnehmen. Das kann man nicht liegen lassen, wenn man schon mal sieht. Ja, okay, also diese Crates, ich weiß nicht, ob das dann so eingestellt ist, dass beim Respawn nicht mehr so geiler Schissel da drin ist oder ob das kompletter Zufall ist. Das, ich kenne die Parameter da nicht. Ah, oh, ist das oben? Es wird wieder anstrengend, da hinzukommen dann wahrscheinlich. Na, wo ist es denn? Ah. Oh. Bitte. So. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Oh. Erstmal runter. Erst muss es nach unten gehen, damit es immer aufgehen kann. Oh Gott. Da oben. Perfekt, dann haben wir die auch. Was war denn das jetzt hier? SMG-Receiver. Ich dachte ja wieder... Ach, was fehlt mir denn noch für eine Sniper? So, jetzt aber nach Hause. Oh, bin ich jetzt drüber gefahren? Ah, über meine eigenen Beine? Auch schön. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause, Kinder. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt durchs Wasteland fahre. Das würde ich ungern wollen. Da müssen wir dann gleich doch nochmal umkehren. Ich glaube, das wird so sein. Ach nein. Okay. Nee, wenn hier das Wasteland anschließt, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Markierung zu.
Und ich befürchte, dass das der Fall ist. Jo. Nö, das machen wir nicht. Da fahren wir nicht durch. Können wir hier gerne am Rand entlang fahren, aber wir fahren auf jeden Fall zur Markierung. Boah, ein Glück bin ich aus der Höhle. Jetzt hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt, da eine Kiste bauen und auseinanderschrauben. Oh, es wird mir kalt. Warum? So, ab durch mein Lieblingsgebiet. Aber es war sehr hundefrei. Das letzte Mal. Ja, cool. Also echt, ich bin ein bisschen beruhigt, dass wir so viel geschafft haben. Also wir könnten theoretisch am nächsten Tag auch nochmal einen Ausflug machen und den Tag 42 müssen wir auf jeden Fall nutzen. Da kriege ich jetzt hier gleich einen Kälteschock oder was? Gucken wir mal, ob sie es noch aushält, bis wir wieder bei uns reinfahren. Also dann gucken wir auch nochmal bei uns in den Tool Store. Ob da auch schon Loot Respawn war. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Oh, ich sehe es nicht. Ah. 15 Minuten, ja, okay. Na, nee, das werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr schaffen. Bis wir zu Hause sind und so. Und diese Folge muss ich dann gleich auch, das heißt, ein bisschen eher beenden. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mit Rübchen aufnehmen. Da sind wir verabredet. Ach, da war mal wieder ein Hund. Wunderbar. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, die kleinen Racker. Hä, wo fahre ich denn lange? Dieser Weg kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. So. Gut, da geht es nach Hause. Dann würde ich jetzt gerne mal Hopfen anbauen. Du musst ja quasi wahrscheinlich bei dem das Rezept kaufen und auch direkt einmal... Ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Doch. Und einmal das, den Samen für den Hopfen, weil sonst schaffst du das, glaube ich, nicht. Hä, von welcher Seite fahre ich das denn jetzt an? Ah, ja. So. Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Ausflug, meine Lieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben sehr viel geschafft. So, ich bringe mal eben da Schisse nach oben in diese Kiste. Ich glaube, da brauche ich irgendwann noch eine zweite zum Durchschisseln. Ich weiß jetzt nicht, ob da so eine kleine Hundehorde irgendwann mal am Start war. Hier haben wir auch noch Clay, okay. So, Metal Door. Das ist natürlich alles so ein Schwachsinn, der hier drin ist. So, tun wir auch nochmal Papier da rein und Eier. Und dann gehen wir nochmal runter. Nehmen da alles raus. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich den Hopfen da gerade reingetan habe. Habe ich? Oder habe ich den hier reingetan? Ah, hier ist er. Sehr gut. Okay, das passt nicht mehr. Um nochmal eben hier zu ernten, muss ich meine Taschen leer haben. Also ich will auf jeden Fall jetzt einmal den Hopfen da reinballern, damit der schon mal wächst. Ja, Taschen leer haben ist gar nicht mehr so einfach hier. Jetzt bin ich schon hier. Oberkante, Unterlippe. Das essen wir mal. So. Und ich mach mal eben tatsächlich eine zweite Kiste. Na, oh, Storage. Weil ich will eine Schüsselkiste haben. Eine, wo wir dann diese ganzen Bausachen rausnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Also hier kommt dann das rein und das rein. Und dann nehme ich auch hier diese Sachen daraus, die wir tatsächlich brauchen. Und in die andere schüssel ich einfach alles rein.
Dann geht das ein bisschen einfacher, hier das zu finden auf die Schnelle. Das können wir da auch reintun. Nein, nimm das mal nicht hier. Aber da, genau, das kommt da auch rein. So, und hier kommt dann so ein Gedöne rein, was wir jetzt erstmal da drüben nicht so brauchen. Ja. Ich kann die mal zu Mushroom Seeds machen. Ah, da brauche ich auch Dirt Fragments für. Okay. Habe ich die zufällig hier? Perfekt. Ach so, ich brauche mal zwei für einen. Naja. So, dann kommt das hier rein, das hier rein, das hier rein. Das, das. Das, das. Und das erstmal. Und dann werde ich jetzt mal den Hopfen hier anbraten. Ja, bauen nennt man das auch. Anbauen nennt man das auch, anstatt anbraten. So, die ganzen Potatoes. Wie viele sind das denn immer? Vier. Ja, das ist schon, also das macht schon auch Sinn. Mit dem Dünger. Ach, die falsch gesetzten. Habe ich hier gerade Hundeknurren gehört? Mein Gott. Die Paranoia ist real. So, das kommt direkt mal hier auf so ein. Perfekt. Oh, nochmal falsch gesetzt. Großartig. So, dann auch Korn. Korn, Korn. Korn, Korn, Korn. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich noch schaffe, alles anzubauen. Ich glaube eher nicht. Aber die Pilze könnte ich auch mal eben direkt dahinter packen. Ich meine, wofür brauchen wir eigentlich Pilze? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man kann auch so ein Herbal Antibiotic-Ding machen. Dafür brauchst du Pilze. Und schon wieder falsch gesetzt. Es ist so schön. Es ist so schön, Leute. Okay, dann müssen wir beim nächsten Mal hier. Ich muss auch mal gucken, dass ich neuen Fertilizer durchlaufen lasse. Ich glaube, ich brauche, wie gesagt, oben auch noch so ein. Betonmischer. Da kann man ja das mit dem Fleisch machen, ne? Aber ich glaube, man braucht hammer viel Fleisch, ne? 100 für einen oder so, so viel Fleisch haben wir gar nicht. So. Haben wir hier noch Seeds? Ich hatte ja doch noch Seeds gemacht. Perfekt. Da kann ich nämlich noch weitere Seeds durchlaufen lassen, kann aber schon mal anpflanzen. Okay, dann machen wir hier mal noch das rein. Alles klar. Ich lasse hier. Oh, wie kann man das immer falsch drücken? Recipes Goldenrod Seed. Ich crafte die mal durch. So, davon die Hälfte, davon die Hälfte. Dann machen wir mal Recipe. Achso, das geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, dann machen wir mal 90. Und hiervon machen wir mal Corn Seed. 72, genau, wie die Hälfte da. So, Potato. Die kommt jetzt direkt. Komm, dann machen wir noch eben schnell fertig. Ich weiß nicht, ob wir alle fertig machen, aber. So. Ja, also wir haben ja dann erstmal einiges. Ich glaube, ich mache auch gleich ein bisschen noch ein paar Blueberries, weil Blueberry Pie und so. Dean Winchester würde es mir danken. So, dann machen wir, obwohl, komm, wir machen hier auch noch mal Potatoes. Dann haben wir die erstmal, dann haben wir mal richtig Potatoes hier zugeballert. Ich glaube, ich muss das irgendwann auch noch mal in schöner eingrenzen. Rüppchen macht das immer mit so halb Blöcken. Ich weiß nicht, wie die heißen. Dann sieht der Garten ein bisschen schöner aus. Dann machen wir das auch mal. Meine, eigentlich kommt es aufs Aussehen ja nicht an. Hauptsache, er ist praktisch und bringt Ertrag, aber. You know. Das Auge pflanzt mit.
So. So. Dann kommt das da rein, das da rein. Dann nehme ich hier nochmal. Achso, es läuft noch durch, okay. Oh, immer pflanze ich falsch. Meine Lieben, also ja, die letzten vier Folgen, das war eine Aufnahmesession. Und ich finde, wir haben wirklich einiges geschafft. Wir haben zwar nicht alles geschafft, was auf den Schildern stand, aber wir waren beim Trader. Wir haben die beiden, wir haben zwei Schätze gefunden. Wir haben jede Menge, Blueberries wollte ich auch noch pflanzen. Na, egal. Wir haben jede Menge, Munition gemacht. Also, das ist schon gut. Cool. Dann haben wir das auch wieder fertig hier. Das einmal bestellt, das Feld. Boah, Bisowski oder was? Nein, jetzt setz es doch dahin, Mann. Alter, ich raste gleich aus. So. Die Erde kommt da auch rein. Die Blueberries nehmen wir mit rein. Die Seeds kommen hier wieder mit rein. Die Seeds kommen da auch mit rein. Okay. Wie viele laufen denn da noch durch? Ach Gott, Tausende. Okay, wir gehen aber trotzdem rein dafür. Und tun schon mal was in unsere Essenskiste. Hier war jetzt nichts mehr drin, ne? Ah, nur noch die Stiefel, die nehmen wir auch noch eben mit. Perfekt. Ja, dann in den nächsten werden wir dann, in den nächsten Episoden werden wir dann dafür sorgen, dass wir mal ein bisschen da verbessern drüben. Ich weiß noch nicht, ob direkt in der nächsten oder. Und dann nehmen wir hier auch noch. Ach, der Dame ist wieder kalt. Essen wollte ich ja mitnehmen. Trinken, wenn ich das schon mal hier raus habe. Essen, trinken und sowas. Okay. Oh ne, jetzt kommen da wieder welche. Also bitte. Oh, ist das ätzend. So, hier kommt auch noch, hier kommen doch auch noch die Knochen hin und das Fett. Und das und das. Cool. Hier kommt das Essen rein. Okay, ich lasse es jetzt erstmal alles so. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann kommt hier rein die Getränke. Und da oben kommt rein das. Jo. Gut, 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 meine Lieben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession und hoffe, dass ihr dort auch wieder reinschaut. Bis dann. Aloha.